Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor kurzem war ich in der Nähe vom Chiemsee auf dem Betrieb vom Engelbert Friedelhuber und habe mir seinen neuen Vapogant angeschaut. Das passende Video hierfür haben wir euch mal hier oben verlinkt. Weil es sich dabei um eine komplexe Anlage handelt, haben wir uns dazu entschieden, mal ein Frage-Antwort-Video zu machen mit allen Fragen, die bisher so aufgekommen sind. Hierfür habe ich neben mir stehen Henrik Liebelt. Er ist Vertriebsmitarbeiter für den norddeutschen Raum und wird mir heute mal alle Fragen beantworten. Ich grüße dich. Hallo, Mann. Und ich würde auch vorschlagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Gerne. Wie viel Platz benötige ich für einen Vapogant? Der Platzbedarf für den Vapogant inklusive der Zubehörteile wie ASL-Tank, Kühlturm, Schwefelsäure-Tank beträgt 100 Quadratmeter. Was passiert mit dem Wasserdampf? Der Wasserdampf aus dem Prozess wird im Wärmetauscher kondensiert und mit dem Kühlturm an die Luft abgegeben oder für innerbetriebliche Zwecke verwendet. Wie verändern sich die Nährstoffkreisläufe, sobald ich in meinem Betrieb einen Vapogant einsetze? Der Phosphor und der Kali bleiben gleich. 90% des Ammoniumstickstoffs wird gewonnen in Form von ASL. Wir nennen dies bei uns Pharma S, da er aus in der Landwirtschaft produziert wird. Handelt es sich bei dem Pharma S dann um einen mineralischen oder organischen Dünger? Um einen mineralischen, da wir die Werte des Düngemittelgesetzes weit überschreiten. Unser Pharma S hat Werte von 8,5% N und 9% Schwefel. Wie verwende ich das Pharma S auf meinen Flächen? Ich kann das Pharma S der Gülle wieder beimischen und mit dem Güllefass ausbringen oder mit der Feldspritze. Bestenfalls bringe ich es mit dem Kultanverfahren direkt an die Wurzeln der Pflanze. Wie kann ich die Wärme, die ich für den Vapogant benötige, wieder zurückgewinnen? Wir können bis zu 500 kW mit einer Vorlauftemperatur von 65 Grad auskoppeln und so zum Beispiel für die Fermenterheizung oder ein Wärmenetz zurückgewinnen. Wie hoch ist denn der zeitliche Aufwand pro Tag bei der Anlage? Die tägliche Zeit der Betreuung der Anlage beträgt ca. 30 Minuten, laut den Erfahrungen unserer Kunden. Dies beinhaltet einen Kontrollgang sowie die Dokumentation der Werte der Anlage. Welche weiteren Vorteile habe ich denn, sobald ich einen Vapogant auf meinem Betrieb habe? Ich kann bis zu 10.000 Kubik Jahreslagerraum einsparen oder ich kann alternative stickstoffreichere Substrate einsetzen, wie zum Beispiel Rohklee, Kleegras, Gras, um das Pharma S neben meinem Betrieb auch an andere Betriebe abzugeben. Am Ende des Prozesses habe ich den Pharma S als mineralischen Dünger, das Wasser und den Dickschlamm, der übrig bleibt. Wie bringe ich den Dickschlamm aus? Den Dickschlamm können wir auch mit einem höheren Trockensubstanzgehalt mit Schleppschuhen oder mit Schleppschläuchen herkömmlich ausbringen. Was bedeutet das denn für mich und meinen Betrieb, dass ich auf einmal zum Mineraldüngerhersteller werde? Ich bin unabhängig von den großen Düngemittelherstellern. Ich kann dann meinen Dünger ausbringen, wenn die Pflanze ihn auch wirklich benötigt und nicht, wenn mein Gäreslager voll ist. Des Weiteren kann ich eine zusätzliche Einnahmequelle generieren, wenn ich das Pharma S zum Beispiel in andere Betriebe abgebe. Ja, das waren eigentlich auch schon alle Fragen, die ich hatte. Vielen Dank dafür, dass du mir die beantwortet hast. Gerne. Und ich schlage vor, wenn ihr noch Fragen habt, nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion, schreibt's rein und wir beantworten euch die Frage, die ihr habt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.